In letzter Zeit habt ihr vielleicht diverse Berichte über Solid-State-Batterien gelesen, ja fast schon sowas wie ein Hype um Festkörperbatterien, besonders von Toyota wahrgenommen, die übermorgen quasi schon ein Elektroauto mit dieser revolutionären Batterietechnik rausbringen wollen. Und ich werde auch in den Kommentaren unter meinen Videos oft gefragt, wie ist denn das? Sollen wir uns noch ein Elektroauto jetzt kaufen oder lieber warten, bis diese Solid-State-Batterien eingebaut sind, weil die versprechen ja Riesenreichweiten, verdammt kurze Ladezeiten, also alles das, was wir heute kritisieren, ist ja mit einer Solid-State-Batterie auf dem Schlag gelöst. Klar ist, dass jeder, der eine kostengünstige und effiziente Festkörperbatterie herstellen könnte, der würde die Elektroautowelt umkrempeln und auch sofort dominieren. Und nicht nur die, auch für alle anderen Anwendungen, wo Akkus zum Einsatz kommen, da würden Solid-State-Batterien die Dinge revolutionieren. Und deshalb befinden sich auch diverse Firmen auf der Welt gerade in einer Art Wettbewerb um diese Entwicklung der perfekten Batterie. Da gibt es QuantumScape, was die Firma ist, der man gerade den größten Entwicklungsvorsprung nachsagt und an der auch VW beteiligt ist. Und dann Samsung, die arbeiten dran. Und natürlich auch Toyota zusammen mit Panasonic. Und noch in diesem Jahr, also 2021, da will eigentlich Toyota seine neue serienreife Festkörperbatterie vorstellen und plant sogar den Verkauf von Elektroautos mit diesen Solid-State-Batterien ab 2022. Von Tesla hört man im Zusammenhang mit Solid-State so gut wie gar nichts. Konzentrieren die sich also auf eine veraltete Akkutechnologie und gehen bald den Bach runter? Wie effektiv sind Solid-State-Batterien eigentlich im Vergleich zu Teslas aktuellem Batteriepaket, einschließlich ihrer zukünftigen 4680er Tabless-Batterien? Und was wissen wir über Toyotas neue Batterietechnologie? Sollte man jetzt wirklich mit dem Kauf von Elektroautos noch warten, um nicht auf veraltete Akkus zu setzen? Wer kauft schon noch einen gebrauchten, wenn so eine alte Akkukrücke drin ist? Wir machen hier mal einen Realitätscheck plus einen Vergleich zwischen Solid-State-Akkus und Teslas neuen 4680er-Zellen. Das wird auf jeden Fall spannend, also bleibt dran. Ich bin Jens von Move Electric. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn es um neue Batterietechnologie und sogenannte Durchbrüche geht, da ist immer erstmal Skepsis angebracht. In letzter Zeit haben ja viele Unternehmen behauptet, dass sie eine neue Batterietechnologie entwickelt haben. Erst vor ein paar Wochen habe ich ein Video über die SALT-Technik gemacht. Das verlinke ich euch mal hier oben. Aber die Realität hat gezeigt, dass alle diese Durchbrüche bisher noch nicht kommerziell nutzbar sind. Und deshalb sind die auch bis jetzt nie über den Prototypenstatus hinausgekommen und haben noch nicht mal das Licht der Welt in Kleinanwendungen erblickt. Sodass sich mir jetzt die Frage stellt, was ist an Toyotas Behauptung und deren Zeitplan für diese neue Solid-State-Technologie wirklich dran? Hat Toyota eine kommerziell nutzbare Festkörperbatterie? Oder ist das nur ein Hype und eine leere Versprechung? Laut einer Pressemeldung von Anfang 2020 gründeten Panasonic und Toyota damals ein Joint Venture namens Prime Planet Energy and Solutions. Mit diesem Joint Venture haben Panasonic und Toyota ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam an der Entwicklung einer Festkörperbatterie gearbeitet. Aber was ist überhaupt eine Solid-State-Batterie? Und wo liegen die Vorteile zu aktuellen Akkus? Eine Solid-State-Batterie ist, ganz einfach ausgedrückt, eine Batterie mit einem festen Elektrolyten im Gegensatz zu einer traditionellen Lithium-Ionen-Batterie mit einem flüssigen Elektrolyten aus Lithiumsalzen. Bei Toyota ist es zum Beispiel ein fester, schwefelbasierter Elektrolyt. Einer der Vorteile dieser festen Elektrolyten ist zum Beispiel, dass sie nicht brennbar sind und auch keine gesundheitsschädlichen Stoffe enthalten. Diese Festkörper-Akkus versprechen darüber hinaus viel schneller aufladbare Batterien mit sehr viel höherer Energiedichte und dazu auch noch eine sehr hohe Sicherheit gegen Überhitzung und damit eben keine Möglichkeit, dass die Batterie jemals Feuer fängt. Wir können also mit Solid-State-Batterien Akkus mit viel höheren Kapazitäten auf viel kleinerem Raum und viel geringerem Gewicht in künftige Elektroautos einbauen. Und die laden auch noch viel schneller und sind dabei auch noch extrem sicher. Allerdings haben alle Prototypen bisher noch große Probleme mit der Ladezyklushäufigkeit, den Herstellungskosten und der Skalierung des Herstellungsprozesses in irgendeine Massenfertigung. QuantumScape scheint neben Toyota derzeit das Unternehmen zu sein, das am nächsten dran ist. Die sind vielleicht kurz davor, eine serienreife Solid-State-Batterie zu bauen.
QuantumScape ist ein amerikanisches Batterie-Startup mit der Volkswagen AG als größten Aktionär, die sich da natürlich mit in diese neue Zukunftstechnologie eingekauft haben, und einem weiteren Tech-Titan, nämlich Bill Gates als Investor. Im Management sitzen neben ehemaligen VW-Managern auch J.B. Straubel und Brad Buss, ehemalige Tesla-Leute. Ziemlich schweres Geschütz also. Nach QuantumScapes Angaben haben ihre Zellen fast die doppelte Energiedichte von handelsüblichen Akkus und ermöglichen eine bis zu 80% höhere Reichweite im Vergleich zu heutigen Lithium-Ionen-Akkus. Ihre Zellen können bis zu 80% der Kapazität in 15 Minuten aufladen und behalten nach 800 Ladezyklen mehr als 80% ihrer Gesamtkapazität. Das sind irgendwie verdammt viele Achten. Aber selbst QuantumScape sagt, dass frühestens im Jahr 2025 mit einer Serienreife zu rechnen ist. Mal ganz zu schweigen von einer aufgebauten Massenfertigung. Und was hat nun Toyota tatsächlich in petto? Da kann man halt nur auf Pressemitteilungen zurückgreifen, und laut denen soll Toyota eine Solid-State-Batterie haben, die rund 500 Kilometer mit einer einzigen Ladung kommt und in etwa 10 Minuten aufgeladen werden kann. Naja, so alleine diese Aussage 500 Kilometer mit einer einzigen Ladung, das haut mich jetzt überhaupt nicht vom Hocker. Jeder Akku, sofern er groß genug ist, also zum Beispiel 100 Kilowattstunden, der reicht für 500 Kilometer. Toyota behauptet auch, dass ihre Autos mit Solid-State-Batterien eine mehr als doppelt so hohe Reichweite haben wie aktuelle Elektroautos. Was meinen die denn damit? Ich meine, sie wollen damit vielleicht sagen, dass ihr neuer Akku bei gleicher Baugröße und Gewicht heutiger Akkus eine doppelt so große Kapazität hat und dadurch hohe Reichweiten schafft. Das kommt halt durch die doppelt so hohe Energiedichte pro Kilogramm bzw. pro Liter Volumen. Und dazu lädt er dann auch noch in 10 Minuten auf 100%. Um das zu schaffen, also das Aufladen jetzt, sind sehr hohe Ladeleistungen nötig und eine Ladekurve, die nahezu bis 100% mit unverändert hoher Power Elektronen in den Akku pumpt. Sofern wir mal jetzt von 100 Kilowattstunden Kapazität für 500 Kilometer realer Reichweite ausgehen, müsste man den 10 Minuten lang konstant mit 600 kW Ladeleistung bombardieren. Das entspricht dem Faktor C6, also der doppelten Leistung, wie sie heute in der Spitze so einsetzbar ist. Für normale Akkus ist das sehr schädlich, weil dabei Überhitzung droht und der Akku extrem gestresst wird und der nimmt einfach langfristig dadurch Schaden. Bei Solid-State-Batterien ist das aber tatsächlich kein großes Problem mehr, weil diese Akkus sehr hohe Ladeleistung aushalten können. Leider haben aber die schnellsten Hypercharger im Moment maximal 350 kW Leistung, also wird es in absehbarer Zeit nichts mit den 10 Minuten, selbst wenn wir so einen Akku heute schon hätten. Also Faktencheck hier schon mal leider nicht bestanden. Von diesen nicht haltbaren Versprechungen mal abgesehen, hat Toyota es trotzdem tatsächlich geschafft, einen Solid-State-Akku zu entwickeln, der eine lange Lebensdauer von mindestens 1000 Ladezyklen hat? Schaffen sie wirklich, eine kostengünstige Massenfertigung in einem Zeitraum von 1 bis 2 Jahren aufzubauen? Nehmen wir also mal an, alles, was sie sagen, wäre wahr. Wie lange würde es tatsächlich dauern, um diese Batterie auf den Markt zu bringen, und wie skalierbar wäre sie in der Herstellung? Als Messlatte nehmen wir mal Teslas neue 4680er Batterietechnologie und die Ankündigung, die Tesla dazu gemacht hat. Laut den veröffentlichten Pressemeldungen haben sie bei Toyota aktuell einen Prototypen fertig und planen, bis 2022 ein Auto damit auf den Markt zu bringen. Der größte Autohersteller der Welt, was Toyota ja immer noch ist, will also dieses Jahr einen Prototypen vorstellen. Vor ein paar Monaten veröffentlichte das amerikanische Magazin Car & Driver allerdings einen Artikel, in dem es erwähnt, dass sie eine begrenzte Produktion für dieses Auto oder für diese Batterien erst im Jahr 2025 starten wollen. Ja, was stimmt denn nun? Bisher kämpft Toyota laut diesem Artikel immer noch mit Sicherheits- und Herstellungsproblemen, weil die Zellen im Moment in einer ultratrockenen Umgebung quasi von Hand hergestellt werden müssen. Die Zellen werden derzeit in kompakten Kabinen zusammengebaut, in denen Arbeiter manuell durch versiegelte Gummihandschuhen an den Zellen schrauben. Sowas eignet sich natürlich überhaupt nicht für eine Großserienfertigung. Das dauert also noch ein bisschen. Da scheint auch noch ein gutes Stück Weg vor Toyota zu liegen, wenn man mal sich diese Details anschaut. Hier mal eine Zeitleiste, wie die Planung bei Toyota für das nächste Jahrzehnt aussieht.
Im Jahr 2021 wollen Sie also einen Prototypen enthüllen. Aber wie man in dem Artikel vorhin lesen konnte, haben Sie noch Probleme mit der Haltbarkeit und der Sicherheit dieser Batterie. Zwischen den Jahren 2021 und 2025 wollen Sie diese Technologie bis zur Serienreife entwickeln. Ab 2025 wollen Sie eine begrenzte Produktion aufnehmen und ich schätze, dass Sie vielleicht bis 2030 eine skalierbare Produktion haben. Tesla auf der anderen Seite hat bereits eine Pilotlinie für ihre 4680er Batterien in Kalifornien aufgebaut und diese Linie kann bei voller Kapazität ungefähr 10 Gigawattstunden pro Jahr produzieren. Und wenn es um die Schätzung der zukünftigen Produktion dieser 4680er Zellen geht, dann sagt Elon Musk über die Gigafactory Berlin und die Batterieproduktion dort, dass sie in der Lage sein wird, über 100 Gigawattstunden an Batterien pro Jahr herzustellen und das Ausbauziel liegt bei 250 Gigawattstunden. Während Toyota also ihre Solid-State-Technologie verbessert, wird Tesla 100 plus Gigawattstunden der neuen 4680er Zellen produzieren. Und bis 2030 plant Tesla 3 Terawattstunden pro Jahr herzustellen, also bis etwa 2030, wenn Toyota gerade anfängt, ihre Solid-State-Batterien in Serie zu produzieren. Es geht bei diesem Vergleich auf gar keinen Fall darum, das irgendwie herabzuwürdigen, was Toyota und Panasonic oder QuantumScape mit der Solid-State-Technologie vorhaben. Es geht nur darum, die Realität der Situation und den Zeitrahmen der Entwicklung zu zeigen. Und diese Situation ist die, dass Toyotas Festkörpertechnologie und auch die aller anderen noch etwas in der Zukunft liegt. Tesla hingegen ist in der Lage, quasi jetzt sofort mit seiner herkömmlichen, aber sehr hochentwickelten Batterietechnologie viele Verbesserungen umzusetzen und damit eben den Abstand zu einer künftigen Solid-State-Batterie schon heute zu verkleinern. Und es stellt sich eben auch die Frage, ob in den nächsten 10 Jahren nicht der Abstand von herkömmlichen Akkus zu künftigen Solid-State-Akkus so klein wird, dass der Vorteil dann irgendwann vielleicht sich relativiert. Der zweite Faktor, den man auch nicht außer Acht lassen darf, sind übrigens die Kosten. Laut dem Car and Driver Artikel, den ich vorhin erwähnt habe, sind die Herstellungskosten für Toyotas Solid-State-Batterien hoch. Und wenn Sie das sagen, dass sie hoch sind, dann bedeutet das natürlich, dass sie teurer sein werden als die heutiger Batterietechnologie. Die Kosten für ein 2170er Batteriepack von Tesla, was aktuell im Model 3 verbaut ist, liegen bei rund $156 pro Kilowattstunde. Laut Elon Musk sind die 4680er Batterien nur halb so teuer. Damit liegen sie vermutlich locker unter $100, also wahrscheinlich bei $90 pro Kilowattstunde. Die Herstellung von Festkörperbatterien liegt aktuell geschätzt bei $220 pro Kilowattstunde. Stellt euch also ein Elektroauto vor, das durch das teuerste Bauteil im Auto, den Akku, im Moment noch teurer in der Herstellung ist als ein vergleichbarer Verbrenner. Aber in den nächsten Jahren werden die Akkukosten immer weiter drastisch sinken. Alleine in den letzten 8 Jahren sind die Herstellungskosten von Akkus um 50% gesunken. Und dann erhöhen wir irgendwann in ein paar Jahren einfach mal wieder die Preise für die neue Solid-State-Technologie auf mehr als das Doppelte. Mit so einem Auto haben wir kein wirklich konkurrenzfähiges Produkt. Und da ist die Frage, ob das mit einem Solid-State-Akku zu schaffen ist. Und Tesla macht genau das mit seinen neuen Zellen. Der Herstellungsprozess soll mit den neuen Zellen um bis zu 56% günstiger sein als bisher. Und das dritte Element des Vergleichs ist eben die Lebensdauer von Toyotas Batterien gegenüber aktuellen Lithium-Ionen-Akkus. Eins der größten Probleme mit Solid-State-Akkus ist nämlich ihre kurze Lebenserwartung. Sie neigen dazu, nach wiederholtem Aufladen zu versagen, weil sich der feste Elektrolyt nach und nach verformt und den Akku von innen beschädigt. Und wie der Stand dazu bei Toyota ist, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall müssen sie ja dieses Problem gelöst haben, bevor sie damit auf den Markt kommen. Und wenn Tesla mit seinen neuen 4680er Zellen eine Lebensdauer von ungefähr 1 Million Kilometer erreichen will, dann ist die Latte für Toyota schon mal ziemlich hochgehängt. QuantumScape gibt an, dass ihre Festkörperakkus nach 800 Ladezyklen noch 80% Kapazität erreichen. Für 1 Million Kilometer wie bei Tesla reden wir hier aber eher von 2000 Zyklen. Grundsätzlich glaube ich, dass Panasonic und Toyota oder Samsung oder QuantumScape
das alles mit der Zeit lösen können, denn sie haben ja alle eine Menge Kohle in diese Sache gesteckt. Und sogar die japanische Regierung fördert das Vorhaben von Toyota mit Milliarden US-Dollar. Aber im mittelfristigen Zeithorizont der nächsten 5 bis 8 Jahre glaube ich einfach nicht dran. Als Ergebnis dieses Realitätschecks kann man also mal zusammenfassen, Tesla hat mit ihrer 4680er Batterie eine Technik vorgestellt, die sich schneller aufladen lässt als ihre Konkurrenten, die eine größere Energiedichte für etwa die Hälfte der Kosten der aktuellen Batterietechnik aufweist. Und diese Batterien können noch in diesem Jahr in Massenproduktion hergestellt werden. Toyota hingegen, das sich bisher ja nicht wirklich auf Elektroautos konzentriert hat, hat einen Prototyp einer Batterie, die in einer begrenzten Produktion im Jahr 2025 in sowas wie Serie gehen könnte, aber immer noch teurer in der Herstellung sein wird wie alle anderen Akkus. Wenn man die Realität dieser beiden konkurrierenden Technologien mal vergleicht, dann wird irgendwie klar, dass Tesla die logische Lösung hat, die jetzt schon funktioniert. Und was die reale Verfügbarkeit revolutionärer neuer Akkus angeht, da solltet ihr jetzt nicht erwarten, dass sie in 2 oder auch nur 5 Jahren bei irgendeinem Hersteller in einem bezahlbaren Serienauto verbaut werden. Im Gegenteil, die kleinen, aber stetigen Verbesserungen und Optimierungen bei den aktuellen Herstellungsverfahren, das werden die Akkugenerationen für die nächsten 10 Jahre. Ja, das war also mein Realitätscheck für Solid-State-Akkus und dem, was Toyota ankündigt, noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen. Bin mal gespannt, wer wirklich recht hat, ob Toyotas Pressemeldungen stimmen oder meine Einschätzung. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.